Moin Chiefs, willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 2. Ich bin's wieder, euer Matty, und ich muss mal gucken, ob wir jetzt wieder so einen komischen Basenzeug hier machen oder nicht. Weiß ich nicht. Empfehlung ist Nami, aber das ist mir so was von Wurst. Ich nehme Frankie, weil Frankie einfach nur Power hat. Ihr kennt doch Frankie. Frankie. 海軍の海賊討伐の手は鈍っていた。スモーカーが得た情報によると、海軍本部は麦わらの一味の捜索を最優先任務とし、他の海賊と戦うことを避けているという不穏な情勢か。ルフィ、ナミ、フランキー、そして海軍から離れたスモーカーは残る一味の行方を探し、航海を続けていた。その途上、突然現れた海軍船から 意外な来訪者が乗り込んできた。ルフィの祖父であり、伝説の海兵と称される海軍中将モンキー・D・ガープである。 元気か、小僧ども。 ガープ中将。 ルフィの D-ちゃんか? スモーカー。 ルフィと組んで海賊になるとは思い切ったもんじゃ。 俺は何もしちゃいねえ。誰かのでっち上げだ。 まあ、わしもそう思っちゃいるが、 海軍じゃお前はもう凶悪な犯罪人ということにされとるわい。 くそ、もう海軍から離れるしかねえらしいな。 じいちゃん、俺たちを捕まえに来たのかよ。 バカもん。 わしは忠告に来てやったんじゃ。 怪しげなダイヤルを手放さん限り、 この先命を狙われ続けるぞ。 じゃからルフィ、 ダイヤルをわしによこせ。 ダメだ。 俺は仲間を探すのに必要かもしれねえんだ。 それに仲間を見つけたらケムリンにやる約束だ。 賞金首のスモーカーに渡したところで、 状況は何も変わらんわい。 俺は賞金首にされる筋合いはねえんで。だがダイヤルのことを調べ上げねえ限り海軍には戻れねえ。困ったやつじゃな。この一件が落ち着いたらお前の復職はわしがいくらでも口を聞いてやるわい。そういうのも気に入らねえんで。とにかく仲間が集まるまでは絶対に渡せねえ。お前ら、 じいちゃんと大先輩に向かって、その無礼な、この上は、わしの拳で言うことを聞かせてやるわ。 Und genau das meine ich. Dass Smoker gesagt hat, es ist mir völlig gleich, ob ich wieder in der Marine eingesetzt werde. Ja, das bringt so ein bisschen sein Verständnis von Gerechtigkeit einher. Ich bin froh darum. Ich bin wirklich froh darum. Ich mag Smoker gerne. Und ich bin auch einer von den Leuten, die in den AP-Forums immer sagen, ja, Smoker hat so ein bisschen so Potenzial zum Überläufer. Ja, ja, ja. Hauptsache Gerechtigkeit, mehr ist es ja nicht. Und es hat ja mittlerweile in One Piece in der Storyline sehr, sehr viel darauf hingedeutet, dass der Kurs, den die Marine fährt, einfach nur Bullshit ist. Ja, die Piraten sind schon diejenigen, die freundlicheren sind, sagen wir es mal so rum. So, nehmen wir mal Ruffy als Freund hinzu, weil wir den ja auch so ein bisschen leveln müssen. Gut, Münzen haben wir hier noch völlig vom letzten Mal, das ist doch alles in Ordnung. Ja, dann wollen wir mal loslegen hier. So ein paar kleine Dinge. Warte mal. Bin ich im Daumen? Kettenangriff auch so. Ja, kennen wir schon. Ja, das ist alles richtig. Also, Ruffys Großvater war immer ein großes Mysterium und dieses eine Kapitel, wo Ruffys Großvater, also Monkey D. Garp, Ruffy besucht hat in Water 7, das war echt eine heftige Nummer. Das hat so ein bisschen die Spoilergemeinde so ein bisschen aufgerüttelt. Aber das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, oder du bist einfach nur eine geile Sau, weißt du das eigentlich? Weil im Prinzip hat sie eigentlich jeder ahnen können. Nur bis dahin hat Monkey D. Garp niemals seine... Er hat so eine Hundemütze gehabt. Das gehört auch noch mit zu seinem Charakter hinzu.
So, wollen wir mal gucken, was Ruffy hier kann. Ich bin mal gespannt. Ja, ist ein bisschen schwierig, hier Freund von Feind zu unterscheiden. Ich hau einfach mal alles kaputt. Na gut. Ja, und dann war es auf einmal Monkey D. Garp. Also, dass derjenige, der im Manga sonst nur in der Cover-Story aufgetreten ist und nicht wirklich im eigenen Kapitel, wenn ich mich gerade recht entsinne. Ich meine, im Anime ist er aufgetreten. Da wurde diese Helmeppo-Story komplett ausgefahren. Also diese Helmeppo- und Corby-Geschichte, dass sie zur Marine gegangen sind und sich da voll gepinkt haben. Ja, das wurde dann komplett als eigene Storyline gebracht. Genauso wie diese Captain Buggy-Geschichte. Das gehört hier auch noch mit dazu. Jetzt überlege ich gerade mal. Und nee, ich glaube im Manga war Garp nur in der Cover-Story zu sehen. Die hat im Prinzip die gleiche Geschichte erzählt, für alle von euch, die es nicht kennen. Aber es war einfach von Kapitel zu Kapitel immer nur ein Bild. Mit einem Untertext, das dann die Geschichte erzählte. Ja, mehr war es nicht. Und es war auf einmal Ruffys Vater. Und dann kamen die ganzen Stimmen, die sich dann Roman's Dawn auch nochmal durchgelesen hatten. Also das Erstwerk von Eiichiro, oder? Ja, ich will jetzt nicht sagen Erstwerk. Ist wahrscheinlich ein bisschen falsch. Ich meine, dieser Vorreiter zu One Piece. Also das, was eigentlich den Grundstein für die Geschichte gesetzt hat, die wir hier gerade so freudig feiern. Hier wahrscheinlich mit mir zusammen. Und da hat man auch gesehen, dass der Großvater von Ruffy genau so aussah wie Monkey D. Garp, als er zum ersten Mal komplett gezeigt wurde, also ohne diese Hundemaske. Das war schon eine heftige Geschichte, aber wahrscheinlich hatte ich mich entweder zu wenig mit der Spoiler-Community auseinandergesetzt, was ich eigentlich doch sehr, sehr, ja, normalerweise hatte, oder es ist einfach vorher niemandem aufgefallen, eine Parallele zu ziehen. Weil, warum auch? Ich meine, es war bisher eigentlich nur irgendein Marinesoldat, der noch nicht mal komplett gezeigt wurde. Ja, als wenn das der Großvater von Ruffy sein sollte. Ja, und mittlerweile ist er ein, ja, eklatanter Bestandteil des Ensembles. Und ich find's super. Obwohl ich sagen muss, dass zu dieser Zeit diese ganze Spoiler-Community auch dadurch gespalten wurde, dass diese große Frage Franky vs. Pauly da gerade noch sehr, sehr heiß diskutiert wurde. Ich war immer ein Verfechter der Franky-Theorie, weil meiner Meinung nach Franky immer derjenige gewesen war, ja, ich meine, ich habe es schon mal dargelegt. Wenn ihr das erste One Piece Pirate Warriors Spiel gesehen habt bei mir, dann kennt ihr meine Argumente dafür. Also, dass Franky derjenige ist, der das größte Potenzial besitzt, abgegradet zu werden. Ich bin gerade so ein bisschen, hab mich gerade warm geredet. Worum geht's hier? Jinbei? Armee der Fischmenschen? Das sind doch meine Freunde. Komm hier durch! Komm her, lass mich doch rein hier! Warte mal, wo war ich gerade? Also, dass Franky das größte Potenzial besitzt, so ein paar Upgrades zu erfahren. Die haben wir ja hier noch und nöcher. Wir haben hier Laser, wir haben hier neue Roboter, wir haben hier einen super Schiffszimmermann, der alles upgradet hat. Also im Prinzip, wenn man sich das alles mal so, ja, rekapituliert und dann so anguckt, dass man weiß, worauf es hinausläuft, dann wird man sich auch denken, ja, das ist eigentlich keine Frage, ob Franky oder Pauly, aber damals war das wirklich heiß diskutiert worden. Welcher davon jetzt wirklich der wahrscheinlichere Fall ist. Okay, wie gesagt, ich war immer ein Franky-Anhänger, weil Franky einfach nur eine geile Sau ist. Aber das, hier, wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht, diese Diskussion bis zum Ende durchzuführen. Ich weiß noch, damals gab es bei laurenazorro.de eine Diskussion im Forum dazu, die wirklich, lass mich lügen, aber 800 Seiten lang ging. Alle voller Argumente, was jetzt für oder gegen Franky sprechen würde. Oder für oder gegen Pauly. Pauly, ja. So, und jetzt können wir auch gerne mal die Türen hier aufmachen. Danke. Ich sehe gerade, ich gucke jetzt nicht so wirklich am Wegesrand. Ich mache eigentlich nur den Leroy hier, hau alles kaputt und dann geht's weiter.
Ich bin schon gespannt auf mein Fazit von diesem Spiel, wenn ich es mal durch habe. Und wenn es überhaupt durchzuschaffen ist. Oh Mann. Beim letzten Mal war das ja so sehr, sehr einfach. Da habe ich mir gesagt, ja, machen wir mal irgendwie jede Mission als eigenen Part und dann waren es 17 Missionen, die dann auch eine Stunde lang gingen, aber das war ja kein Problem. Das haben sich auch viele von euch angeguckt. Und es hat mich auch gefreut, aber im Endeffekt, hier kannst du das nicht machen. So, dann machen wir mal ihn hier. Also ich möchte es gerne nochmal wiederholen. Ich war immer ein Fan von Frankie und ich werde es auch immer bleiben. Auch wenn seine Optik mich vor dem Time Jump so ein bisschen mehr überzeugt hat, aber naja, das ist vielleicht auch was Persönliches. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich mir diese Anime-Episode 288 angesehen habe. Frankie gegen Fukuro, das war der... So, Monkey die Garb fängt an, seine komischen Bomben hier zu werfen. Dann lasse ich natürlich überhaupt nicht mit mir machen. Ich versuche mal so schnell wie möglich, mich hier durchzuboxen. Und währenddessen haue ich die ganzen Marine-Leute weg. Ja, ich bemühe mich hier so ein bisschen um Abwechslung, damit es nicht allzu langweilig wird. Das heißt, wir haben jetzt nochmal Frankie, hatten wir beim letzten Mal auch. Wir werden schon andere Leute benutzen. Weil das ja auch vom Spielsetting jetzt nicht so wirklich abwechslungsreich ist momentan. Was ich für... Ich bin in der Spielerposition. Wahrscheinlich in der Zuschauerposition sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Aber ich finde es jetzt gerade mal gar nicht so schlimm. Also ich kann gerne sowas spielen. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Immer wieder das gleiche Rumgeprügel, rumgemacht. Oh Mann, ohne den Aceton hier zitieren zu wollen. Oh meine Fresse. Kommt der schon wieder. Ja, den wirst du nie los. So. Okay, jetzt ist hier noch ein Marine-Commander. Der kriegt aufs Maul und dann haben wir es. Okay, da oben ist noch so ein Gebiet, das wir einnehmen können. Da gehe ich am besten mal hin. Ja, aber der Schaden, der hier läuft von uns, der ist ja auch überirdisch. Manchmal vergesse ich es aber auch, dass wir nicht so eine super Technik wie von Ruffy haben. Und einfach mal, ja, gerade ausschlagen können. Ne? Weil Frankie ist es ja eher so ein Zirkel, den man macht. Das heißt, man müsste theoretisch, wenn man hier das wirklich ausnutzen will, in die Gegnermassen reinrennen und dann anfangen, hier rumzurandalieren. Aber das habe ich bisher noch nie wirklich gemacht. Meine Güte, warum mache ich das einfach nicht mehr? Maddy, du bist so eine Wurst, warum tust du das nicht? Ich muss jetzt erstmal mit mir selber klarkommen, Freunde, tut mir leid. Okay, weiter. Jetzt mach doch mal hier mal ein bisschen Kartoffel hier. Hier ist der Anführer schon, ja, wollte schon sagen. Da wird aber Zeit. Und zack, nochmal das hier und dann müsste der Drops eigentlich auch gelutscht sein. Prost. So, da dann. Okay, gehen wir mal gleich hier weiter. Nicht lange Müdigkeit vortäuschen, einfach mal weiter. So, guten Tag. Damit alle wissen, was los ist, gleich mal erst Frankie Fire. Frankie Fire, wenn man im Ultimate-Modus ist, ist übrigens der reine Wahnsinn. Wenn Smoker irgendwo eintrifft, dann denkt man ja als so normaler One-Piece-Fan immer so, ja, irgend so ein Gegner ist eingetroffen, aber wie gesagt, ich muss mir die ganzen Sachen auf Punk Hazard nochmal durchlesen, ansehen, weil ich wirklich keine Ahnung habe, was da im Endeffekt noch passiert ist. Punk Hazard, das ist so ein wenig, ja, es wurden zwar neue Techniken alle angelernt, aber die müssen jetzt auch komplett ausgefahren werden. Oh nein. Oh, der gelbe Affe. Oh, meine Fresse. Ja, jetzt geht's hier mal richtig rund. Borsalino, dann wollen wir dir mal ein bisschen aufs Maul hauen. Okay, machen wir mal gleich die Linie, damit wir so viel wie möglich mit einem Schlag wegkriegen.
Soll ich in einem der vorherigen Parts Kizaru und Aokichi verwechselt haben, dann tut es mir sehr leid. Alter! Jetzt auch noch mal Sentomaru mit seinen... Oh Gott, Pazifi-Style, meine Fresse, ich glaube, es geht los. Oh, nochmal das Ganze. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Mist hier. Komm, jetzt reißen wir euch einmal gleichzeitig in den Arsch auf. Wie du mir so hier. Komm, jetzt ist das. So, Gesundheit plus 1000, damit ich hier auch noch was überleben kann. Frankie Fire, so. Ein Pazifista hier, machen wir mal fertig. Gute Puh, und da ist Ruffy wieder, der kann das auch machen. Ja, haben wir aber das. Münze erhalten? Was wollen wir denn mehr? Okay. Ah, du bist in meinem Beuteschema gelandet, lieber Freund. Okay. Obwohl ich sagen muss, dass Frankie gegen Kizaru wahrscheinlich überhaupt keine Chance hätte. Oh Mann, jetzt bin ich gerade ein bisschen gedrisselt. Okay, wir haben ihn hier erwischt. Okay. Er hat nur noch grob ein Drittel seiner Lebensenergie und ist auch noch verwirrt. Das heißt, so viele Probleme werden wir mit dem Blödsinn hier nicht mehr haben. Hoffe ich. Okay, jetzt müssen wir hier weg. Okay, warte, 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 warte. Ich habe eine Idee. Ja, super Idee, ne? Einfach mal meine Ulti zu benutzen. Ja, ich weiß nicht. Wie kreativ ist das jetzt zwar nicht, aber... Verzählt ist das Ergebnis, ne? Okay. Dann will ich einfach mal ein paar Leute hier bauen, damit ich ein bisschen Bonuspunkte hier sammle. Frankie Boxing macht er gerade hier. Wo ist denn hier Kizaru jetzt? Oh, meine Fresse, der ist ja... Alter. So weit weg. Das ist feige. Ah ne, da ist er. Ich schon sagen. Ha! War doch klar, dass das klappt. Wenn ich einfach mal meinen Supermodus hier ausnutze und dann meinen Schlagarm wegpacke und denke, ja, wollen wir mal nicht lieber schießen, dann ist das doch viel, viel, viel besser. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sie jetzt alles wahr machen, was man hier sehen kann in diesem Ladebildschirm, ne, dass du wirklich alles spielen kannst, was da noch mit Fragezeichen versehen ist, ne, dann haben die wirklich ihre Kritik angenommen, hier die Spieleentwickler, und haben gesagt, so Leute, ja, finde ich gut, wollen wir mal einfach das implementieren, was sich alle Leute gewünscht haben. Eine ganze große Sparte an spielbaren Charakteren. Und ganz ehrlich, was anderes will man ja auch nicht. Vor allem, was solche Dinge wie, ja, solche Spiele wie das hier oder Beat'em Ups angeht, da willst du ja eigentlich nur eine riesen Sparte an spielbaren Charakteren haben und mehr auch nicht. So, Guard. Ja, es klingt gerade so ein bisschen lame, was ich hier mache, aber ich spiele auch nicht spitz, pass auf, wir spielen hier PS3. Oh Gott, Junge. Der Typ, der hat schon drauf. Aber was ich auch kann, ist das hier. Kennst du zwar schon, aber ist mir egal. So, Hälfte deiner Energie ist weg. Und jetzt kommst du. Und mein Supermodus ist auch noch aktiviert worden. Und Furzi. Und Ruffy ist wieder da. Nein, Ruffy ist überhaupt nicht da, aber das muss ja auch gar nicht. Ja, Ruffy will ja auch nicht seinen eigenen Opa fahren. Bei Gab es auch so eine Sache, da überlege ich mir, war ja eigentlich, als er noch ein junger Kerl war, ne? Ich meine, das würde mich auch nochmal interessieren hier. Okay, jetzt geht's nochmal richtig los. Ich bin mal gespannt. Sasa. Ja, was anderes wäre auch merkwürdig. Ja, dann gucken wir mal.
詰まった男のロマン、そして夢の合体ロボ。変態か？Oh Mann. Luffy, du bist nicht so gut. Danke, Jinbe. Aber warum bist du hier? Seitdem ich ein paar Kaiser-Domäne habe, die Kaiser-Domäne nicht so gut haben, die Kaiser-Domäne nicht 麦わらの一味をつけ狙っとるらしいと聞いての。密約か。確か俺たちを捕らえりゃ政府からなんか大きな特権が与えられるって話だったな。しかしキザルが現れるとはお前もやりゃせんかったわい。海軍大将が腰を上げるなんてのは特例中の特例。政府はよほどダイヤルが欲しいらしいな。ジンベ、仲間がまだ行方不明なんだ。どっか心当たりはねえか？そうじゃな。霧の海域の噂は知っとるか？何でも濃い霧に包まれた海域があって、そこに入った者たちは皆消息を絶っちまうらしい。霧か。確かに怪しいな。ジンベ、場所は分かんのか？おおよそは聞いとるが、霧の奥に何があるのか分からんぞ。他に手がかりがあるとすや、ことの発端となったパンクハザードだが、今の俺たちの戦力じゃ危険すぎる。その霧の海域一…エムリン、勝手に行き先を決めんなよ。この船の船長は俺だ。じゃあどこに行くんじゃ。よし、霧の海域に向けて出発だ。Tja, einfach mal mitten ins Auge des Sturms. Ja, da wird's schon nicht so stürmisch sein. Und wenn doch, hey, warum auch nicht? Neue Fächer auf der Schatztafel von Frankie verfügbar, bla bla bla, kennen wir doch alle schon. So, Ruffy gleich auf Level 4. Synergie. Angriffskrafterhöhung. Einen silbernen Ruffy. Und Bande der Freundschaft. Ja. Meine Güte, schaut euch das mal an. Gleich zweimal das gleiche gekriegt. Wow. Okay, Fähigkeitsnotiz des Symbols für mächtige Gegner. Tada. Okay. Bingo! Piratenallianz. Die Freundleiste füllt sich etwas einfacher. Ja. Klingt gut, aber irgendwie ist mir das doch noch ein bisschen zu wenig. Das können wir doch noch erhöhen. Du kannst jetzt als Jinbei spielen. Freund-Episode von Jinbei und so weiter und so fort. Neue Sachen im Berry Shop. Yep. Jinbei wird wahrscheinlich unser nächster Freund sein, mit dem wir hier uns ins Abenteuer stürzen. Ich freue mich schon drauf, Leute. Und wenn jetzt noch nichts mehr kommt, diese Rettungsbesuche, die ignoriere ich jetzt einfach mal geflissentlich. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.